Meister Eckhart, der für mich größte Kirchenlehrer, hat im 13. Jahrhundert das schon so schön gesagt. Der hat gesagt, wenn ich nicht wäre, wäre Gott nicht Gott, denn ich würde ja fehlen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind der neue Anfang. Wie ihr seht, dieses Mal wieder mit dem wirklich tollen Herrn Tepperwein. Herr Tepperwein, es ist so, so schön, dass Sie da sind und nochmal Frage und Antwort stehen. Vielen lieben Dank. Hallo, guten Morgen. Danke für die Einladung und gerne. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Ja, vielen Dank. Also nach dem letzten Interview sind tatsächlich viele, viele Fragen auf mich zugekommen und das war auch der Grund, weswegen ich sagte, oh, da dürfen wir vielleicht echt noch einmal hinterherlegen. Und die größte Frage, die sich immer wieder geballt hat, war, Sie haben ja immer mehr oder weniger davon gesprochen, dass das Bewusstsein erwacht. Und dann kam die Frage auf, wenn wir erwachen sollen, dann würde das ja implizieren, dass wir die ganze Zeit schlafen. Das bedeutet ja im Endeffekt, dass unser Wachzustand eigentlich ja nur ein Traum sein müsste. Das heißt, unser Leben ist ein Traum und wir sollen aus diesem Traum erwachen. Oder wie ist das zu verstehen? Also ganz genau so ist es. Schauen wir doch mal darauf, wie wir überhaupt hierher kommen. Dann verstehen wir den Zusammenhang besser. Mhm. Also Sie sind diejenige oder derjenige, Geschlechter gibt es zu Hause nicht, Sie sind diejenige, die sich irgendwann zu Hause entschieden hat, die Schule des Lebens zu besuchen, um hier bestimmte Erfahrungen zu machen, die man nur hier machen kann. Das heißt, da gab es weder Ihren Körper, noch Ihren Verstand, noch Ihre Persönlichkeit. Also alles das, mit dem Sie sich identifizieren könnten, das gab es überhaupt noch nicht. So. Und jetzt kommen Sie hierher und bekommen hier ein Erdenkleid, ihren physischen Körper. Warum? Weil das nicht ihr natürliches Lebensmilieu ist. Wenn ein Taucher oder wenn jemand tauchen will, dann braucht er einen Taucheranzug oder eine Sauerstoffflasche, weil er unter Wasser sonst nicht leben kann. Wir sind Bewusstsein, wir können hier zwar leben, aber wir können hier nicht handeln. Wir haben ja keine Hände, keine Beine, weil wir sowas zu Hause nicht brauchen. Wir teleportieren uns überall hin. Wir haben keine Autos, keine Flugzeuge, keine Straßen. All sowas gibt es, wird nicht gebraucht einfach. Mhm. Ja? Aber hier wird es gebraucht. Das heißt also, wir sind hier, wir sind vollkommenes, ewiges Sein. Aber das können wir zu Hause in der Vollkommenheit nicht erleben, weil es gibt kein Anders. Alles ist vollkommen, also ist das normal. Also wenn wir Vollkommenheit erleben wollen, wenn wir die Frage uns beantworten wollen, was ist Vollkommenheit eigentlich? Wir wissen, wir sind vollkommen, aber was ist das? Dann brauchen wir eine duale Welt, in der es Unvollkommenheit gibt. Wir brauchen also den Spiegel der Unvollkommenheit, um unsere Vollkommenheit überhaupt erkennen zu können. Aber damit wir uns auf diese unvollkommene Welt hier überhaupt einlassen, haben wir unsere natürliche Vollkommenheit vollkommen vergessen. Ja? So, also wir fangen bei Null an und haben jetzt die Schuld. Wir wissen nicht mehr, wer wir sind. So kommt der Schlafzustand. Ja, wir schlafen alle und träumen nur vom Leben. Ja, okay. Aber es ist natürlich nicht sinnvoll, in einer Schule zu schlafen, sondern da sollte man möglichst bald aufwachen, damit man am Unterricht teilnehmen kann. Mhm. Also nicht nur vom Leben träumen. Sie träumen ja jede Nacht. Ja? Aber, und also gehen abends ins Bett, schlafen irgendwann ein und sind dann im Traum, in einer Traumwelt, haben eine Traumfigur und so weiter. Mhm. Aber das ist natürlich Illusion, das ist nur ein Traum. In Wirklichkeit liegen sie die ganze Nacht im Bett. Aber das haben sie vergessen. Ja? Von dem Träumer wissen sie nichts mehr. Sie sind im Traum. Sie haben auch noch nie geträumt zu schlafen, sondern sie träumen immer wach zu sein. Ja? Und für sie ist das ihre Wirklichkeit. Ja? Also sie wissen nicht, dass sie träumen. Und genauso wissen die meisten Menschen nicht, dass sie träumen. Und diese Phase haben wir alle durchgemacht. Das ist also völlig normal und völlig in Ordnung. Aber jetzt sollten wir so schnell wie möglich eben aufwachen. Denn das Erwachen zu sich selbst ist das einzig Wichtige im Leben.
Wenn Sie die Schulzeit verschlafen, war die ganze Inkarnation vergeblich. Mhm. Dann haben Sie nur einen schönen Traum oder meistens sogar einen Albtraum gehabt. Mhm. Ja. Und das ist auch das Schöne, wenn Sie einen Albtraum hatten und Sie wachen morgens auf. Sie müssen nicht die Probleme des Albtraums lösen. Der war ja nur ein Traum, das ist nur eine Seifenblase, die ist geplatzt. Mhm. Das heißt also, sobald Sie in Ihrer Realität angekommen sind, in Ihrem Leben, sind die ganzen menschlichen Probleme, Ärger, Probleme, Schwierigkeiten, Ängste, Sorgen, Mangel, Leid, Krankheit, alles das gibt es nicht mehr. Das gehört alles nur zum Traum, mhm. eher zum Albtraum, wie Sie dann denken. Und Bewusstsein kennt sowas alles nicht. Bewusstsein ist einfach präsent. Bewusstsein ist weder geboren worden, noch kann es mit der Zeit älter werden, noch kann es krank werden. Es kann natürlich auch nicht sterben. Also uns kann hier nichts passieren. Sobald wir erwacht sind, wissen wir, ja, es gibt ein solches Gefühl der Souveränität. Mir kann hier nichts geschehen. Ja, ich bin unkaputtbar, ich bin nicht erreichbar. Ja. So. Es gibt ja dieses Klarträumen. Haben Sie von Klarträumen schon mal was gehört? Natürlich. Und dann ist halt die Frage, ist das vielleicht ein bisschen zu vergleichen, das, so wie wir quasi lernen können, in unserem Schlafzustand den Traum in unserem Schlaf mehr oder weniger dann zu beeinflussen? Kann man das einfach eigentlich vergleichen? Irgendwie ist es ja das Gleiche, oder nicht? Ja, Sie sind immer noch im Traum. Ja. Sie sind nicht nur bewusst, dass Sie träumen. Ja. Ja? Und Sie sind sich bewusst, dass Sie im Bett liegen. Ja. Sie sind der bewusste Träumer, der einen Traum träumt. Das ist ein Klartraum. Ja, und es ist im Endeffekt ja so, wenn dieses Erwachen vonstatten geht, also wenn wir erwachen, dann ist es ja im Endeffekt, als wäre, könnte ich ja sagen, Sie sind auch die ganze Zeit in einem Klartraum, oder nicht? Nein, dann wäre es ja immer noch ein Traum. Ich bin in der Wirklichkeit. In Ordnung, okay. Aber Sie träumen ja jetzt gerade die Wirklichkeit. Ich träume nicht die Wirklichkeit. Ich bin erwachtes Bewusstsein. Ich bin der, der sich irgendwann entschieden hat, hierher zu kommen. Ich bin immer noch mir dessen bewusst. Ich bin hier nur vorübergehend zu Gast in der Schule und ich mache hier bestimmte Erfahrungen, nämlich die Erfahrung der eigenen Vollkommenheit, die ich zu Hause in der Vollkommenheit nicht machen kann. Dazu habe ich meine Vollkommenheit ganz vergessen, ursprünglich, und habe sie dann Schritt für Schritt oder bin dabei, ist ja ein unterschiedlicher Grad des Erwachens, bin dabei, sie immer mehr in Besitz zu nehmen. Und letztlich ist das nur noch ein Loslassen. Das heißt, sie lassen alle scheinbaren menschlichen Unzulänglichkeiten los. Mhm. Ja, Ärger, Sorgen, Schwierigkeiten, alles das. Eins nach dem anderen lassen sie los. Und wenn sie die letzte menschliche Unvollkommenheit losgelassen haben, sind Sie vollkommen, was Sie die ganze Zeit waren. Aber Sie können ja nicht austreten daraus. Aber es nützt Ihnen nichts, solange Sie sich dessen nicht bewusst sind. Also wir kommen, und das ist unsere Lebensabsicht hier, von der unbewussten Vollkommenheit zu Hause über die bewusste Unvollkommenheit am Anfang hier zur bewussten Vollkommenheit. Das ist das Abitur. Und dann können wir wieder nach Hause gehen. Das ist unsere Lebensabsicht, dafür sind wir hier. Ach cool, dann habe ich es verstanden. Dann ist es ja im Endeffekt gar nicht so, dass das Leben der Traum ist, sondern nur der Verstand im Schlaf und dann dementsprechend erwachen soll. Ja, das ist die Illusion des Ich. Das Ich gibt es gar nicht wirklich. Sondern wir haben hier ein Erfahrungsinstrument, was wir für diese Welt brauchen, aus Materie. Also ein Erdenkleid, ich nenne es unsere Schuluniform. Mhm. Ja, das heißt also, wir brauchen dieses Erfahrungsinstrument, aber wir sind nicht dieses Erfahrungsinstrument, sondern wir sind der Träger. Ja. Das ist unser Erdenkleid, aber wir haben den Träger vergessen, so wie wir jede Nacht den Träumer vergessen und wir glauben, wir sind der Traum. Aber wir sind nicht das Erdenkleid, sondern wir sind der Träger, der Besitzer dieses Kleides. Und wenn sich hier jemand mit seiner Jacke identifiziert, dann würden wir sagen, da solltest du mal zum Arzt gehen und solltest das behandeln lassen. Ja, das ist eine ernste psychische Störung. Ja. Nur weil hier die meisten in dieser Störung
Störung leben, empfinden sie es gar nicht als Störung, sondern als ganz normal. Ja, ja? Das stimmt. Aber es mag normal sein, aber richtig und wirklich ist es immer noch nicht. Ja. Da Sie jetzt gerade das Ich erwähnt haben, ich hatte tatsächlich nach der letzten Meditation so ein paar Gedanken, die sich immer weiter aufgebaut haben. Viele haben sich dann auch wieder gelöst, aber es ist trotzdem so ein bisschen ja von der einen Frage in die nächste gesprungen. Darf ich das mit Ihnen teilen und dann können wir da vielleicht drauf eingehen? Ja, ja, natürlich. Ja. Und zwar hatte ich gedacht, dass der Geist ja im Endeffekt nichts anderes ist als der Ausdruck von unserem kleinen Ich. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir das große Ich haben quasi, das ist das volle Ganze. Das die Vollkommenheit und das kleine Ich ist, habe ich jetzt, ist das Ego in diesem Falle. So, und das kleine Ich wird ja nur durch den Geist lebendig, weil wir dadurch ja fühlen, empfinden und handeln, mehr oder weniger. Und das kleine Ich ist ja dann, oder der Geist ist angebunden an das große ganze Feld, an das Feld der ganzen Möglichkeiten. Und dann ist die erste Frage, steht Gott dann da drüber? Und wenn Gott da drüber steht, dann ist die Frage, wo steht dann zwischen kleines Ich, wenn wir das so als Pyramide, wir gehen ja im Endeffekt von der Konzentration, von diesem kleinen Ich in die Expansion des großen Ichs im Endeffekt. Das ist ja wie so ein Trichter. Wenn ich sage, okay, Leben, das ist das Kleine und dann gehe ich ja auseinander in die Expansion, dann habe ich ja hier ganz unten das Ego, darüber den Verstand, darüber den Geist und darüber im Endeffekt das Feld der unbegrenzten Möglichkeiten. Dann ist einmal die Frage, wo ist Gott? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist dann der Verstand mehr oder weniger der Gegner von dem Geist oder einfach nur der Manipulator? Weil der Verstand, der hindert uns ja daran, mehr oder weniger in diesen erwachten Zustand zu kommen. Das ist, und dann ist halt auch die Frage, warum? Und warum fällt den Menschen das dann so schwer, sich zu erinnern? Weil im Endeffekt ist es ja viel cooler, wenn alle Menschen sich richtig erinnern können und dann einfach als bewusstes oder als erwachtes Bewusstsein leben, weil wir ja jetzt hier auch diese Dualität schon spüren. Wir können ja Freude spüren, weil wir auch Leid spüren und können dann aber trotzdem wieder zurück in die Freude gehen. Wir müssen ja nicht dauerhaft im Leid sein. Das ist ja jetzt eine lange Zeit, um danach dann die Freude wieder zu erspüren, weil es der ganzen Erde, der ganzen Welt ja wirklich viel, viel besser gehen würde. Also das ist so diese erste Kette gewesen. Und dann bin ich da so ein bisschen auf diese Religion mitgekommen, weil die Religion... Da hat die Frage noch nicht beantwortet. Sie sprengen immer weiter, aber wir sollten mal eine Frage uns anschauen und beantworten. Gerne, ja. Dann können wir erstmal, die erste Frage ist dann, wo ist Gott? Okay, also die allererste Frage ist, Sie haben da ein Verstandesgebäude aufgebaut, das alles Illusion ist. Mhm. Alles ist falsch. Alles ist nur Traum und so macht sich der Verstand die Welt begreifbar. Also da unten ist das kleine Ich und dann kommt das Größere und dann kommt der Geist und dann kommt der Gott und so weiter. Stellen Sie sich vor, das wäre so, dann wären Sie von Gott getrennt. Denn irgendwo ist Ihr Ich, groß oder klein, und irgendwo anders im Himmel ist dann der liebe Gott. Und zu dem können Sie beten, lieber Gott, mach, dass meine Schwiegermutter nicht zu Besuch kommt oder irgendwas, was Ihnen am Herzen liegt. Das gehört alles zur Traumebene. Das stimmt so nicht. Das heißt also, es gibt weder ein kleines Ich noch ein großes Ich, sondern es gibt nur Sie selbst aus und den Traum von sich. Da können Sie dem verschiedene Formen geben, groß, klein, Geist und Verstand. Machen wir uns also bewusst, wir kommen hierher, bekommen unser Erdenkleid. Wir sind immer noch vollkommenes, ewiges Sein. Wir können da nicht austreten. Wir bleiben ja der wir sind. Wir kommen hierher, bekommen also ein anderes Kleid, ein menschliches Kleid. Aber wir werden deswegen nicht zum Menschen. Wir sind keine Menschen, sondern wir sind Besucher, die hier vorübergehend zu Gast sind. Die Weisheit der Sprache macht uns ja auch aufmerksam, denn jeder, auch Sie, sagen ja, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Ja, wer sagt das denn? Der sind Sie. Ja? Und was Sie haben, können Sie ja nicht sein. Sie haben ja auch ein Auto und eine Wohnung. Das sind Sie ja auch nicht. So, jetzt rücken wir das langsam gerade. Also es gibt nur Sie, und den Traum, sonst nichts.
Und Gott, jetzt schauen wir uns das mal an, was ist Gott? Wir alle zu Hause sind ein Bewusstsein. Es gibt keine Religion zu Hause. Ja, hier nennen wir dieses eine Bewusstsein Gott. Das ist die Quelle, der Ursprung, aus dem das Universum entstanden ist. Also dieses eine Sein, die einzige Wirklichkeit, von dem wir alle ungetrennte Teile sind. Mhm. Also um es in ein menschliches Bild zu bringen, wir sind Zellen im Körper Gottes. Ja, gut, Gott hat keinen Körper, da sind keine Zellen, aber dann können wir es uns vorstellen. Also wir sind lebendige Bestandteile von Gott. Wir können uns gar nicht trennen von Gott. Meister Eckhart, der für mich größte Kirchenlehrer, hat im 13. Jahrhundert das schon so schön gesagt. Der hat gesagt, wenn ich nicht wäre, wäre Gott nicht Gott, denn ich würde ja fehlen. Und das ist aber schön. Ja. Dafür haben sie ihn beinahe verbrannt damals, weil das war ja Gotteslästerung, ja, Anmaßung. Ja. Aber das ist die Wirklichkeit. Und der heilige Augustin hat es so schön gesagt, auch wenn du Gott nicht in dir findest, brauchst du ihn woanders erst gar nicht zu suchen. Mhm. Ja. Ja, so. Das heißt also, wir erkennen uns, und das gehört zum Erwachen, eben als einen ungetrennten Teil des Ursprungs, der Quelle, des einen Seins, was die Religion dann mit Allah oder Gott oder wie auch immer nennen. Ja? Aber sie meinen alle das Gleiche, nämlich den Ursprung, die Quelle. So. Und dieses eine Sein hat sich das ganze Universum nur imaginiert. Das ganze Universum ist Illusion, ja? Hat sich das nur imaginiert als Spiegel für seine eigene Vollkommenheit. Und in der balinesischen Schöpfungsgeschichte ist das so schön gesagt. Am Anfang stand der Wille des einen, viele zu sein. Und er gestattete einem Teil von sich, als viele in Erscheinung zu treten, um in die Erfahrung der eigenen Vollkommenheit zu machen. Das ist auch sehr schön. Diese vielen, das sind wir. Ja? Und das eine Sein, das ist Gott. Aber das ist eins. Es gibt nur dieses eine Sein. Wir alle sind dieses eine Sein. Und das ist das Erwachen zu sich selbst. Das ist zu Hause natürlich selbstverständlich. Ja. Aber hier müssen wir uns wieder erinnern, ich bin vollkommenes, ewiges Sein. Ich bin nicht der Körper, ich bin nicht der Verstand, ich bin nicht die Persönlichkeit, sondern ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Ich bin der Besitzer, ich bin der Benutzer, ich bin der Träger dieses Erdenkleides. Mhm. Und jetzt weiß ich wieder, wer ich bin. Und jetzt kann ich einen Schritt tun, können wir gerade machen, praktisch. Den Schritt vom Ich zum Selbst, der Verstand macht daraus wieder einen langen Prozess. Ja. Mönche in Tibet, die meditieren täglich 6-8 Stunden, um dem einen Sein näher zu kommen. Das kann natürlich nie funktionieren. Warum? Ich kann ja nicht das werden, was ich bin. Ja, also das ist vergebliches Bemühen. So, das macht der Verstand, das macht der Mensch. Das ist sicher nicht verkehrt, aber sich da einzuschwingen in eine höhere Wirklichkeit, aber das ist alles immer noch Traum. Es ist nur ein schöner Traum. Ja? Die Wirklichkeit ist, wir alle sind ungetrennte Teile des Ursprungs, der Quelle, des einen Seins, die wir Gott nennen. So. Mhm. Und damit kann ich mich auch von Gott nicht trennen. Aber das mache ich, wenn ich natürlich bete. Denn was mache ich denn da? Ich sage, lieber Gott. Mhm. Und schon habe ich mich getrennt. Ja, hier bin ich, das arme Würstchen, das Opfer, der kleine Mensch, was auch immer. Und irgendwo ist die Allmacht Gottes. Und jetzt bitte ich ihn, also frei übersetzt, lieber Gott, bewahre mich von den Folgen meiner eigenen Dummheit. Ja. Ja, da würde Gott sagen, wenn wir ihn hören könnten,
würde er sagen, hör mal, jetzt komm nicht zu mir gelaufen, wenn du Unsinn gemacht hast. Ich habe dir freien Willen gegeben, ich habe dir die Schöpferkraft gegeben. Jetzt bring du das in Ordnung, wenn du schon einsiehst, dass es verkehrt ist. Aber sag nicht, ich soll deinen Unsinn beseitigen. Also das geht so nicht. Mhm. Ja? So. Und dann sind wir plötzlich in der Wirklichkeit angekommen. Das heißt, wir müssen Verantwortung übernehmen für unser Leben. Wir sind nicht Opfer, wir sind Schöpfer unseres Lebens. Auch während Sie im Moment da so dekorativ rumsitzen, verursachen Sie Zukunft. Sie sind nämlich ein Energiefeld und Sie strahlen diese Schwingung dieses Energiefeldes aus. Und das ist Ihr Dauerauftrag an das Leben für entsprechende Ereignisse. Das heißt, Sie machen sich dauernd Ihr Schicksal selbst, jeder. Ja, wir können uns nicht beschweren über unser Schicksal. Wir machen es dauernd selbst. Schicksal ist nichts anderes als ein genaues Spiegelbild Ihres So-Seins. Ja. Also, und wenn ich das Schicksal ändern will, muss ich mein So-Sein ändern. Ja. Ja, das ist alles. Und dann bin ich wieder der bewusste Schöpfer. Moment, ich muss Bildausschnitt. Dann bin ich wieder der bewusste Schöpfer. Mhm. Dann bin ich in der Verantwortung, ich bitte nicht mehr zu Gott. Und das hat Meister Eckhart auch so schön gesagt. Jedes Bittgebet trennt mich von Gott und macht mich zum Opfer. Hm. Ja? Mhm. Ja? Meister Eckhart hat gesagt, wenn das einzige Gebet, das du je in deinem Leben sprichst, aus einem Wort bestehen würde, danke, dann hast du wirklich gebetet. Das heißt, ein Gebet kann nur ein Dankgebet sein. Ja? Danke, dass du mir als dein einen Teil von dir freien Willen gegeben hast, Schöpferkraft gegeben hast. Und jetzt komme ich natürlich nicht zu dir gelaufen, dass du mein Leben in Ordnung bringen sollst. Mache ich selber. Ich danke nur, dass du mir diese Möglichkeit gegeben hast. Dann bin ich eins mit Gott. Dann bin ich in der Wirklichkeit. Und dann bin ich in meinem wahren Leben angekommen. Ja, oh, das ist total schön. Das ist total schön, das gefällt mir. Das ist die Wirklichkeit. Ja, das ist total schön. Dann ist aber trotzdem die Frage, weil, beziehungsweise geht es ja dann noch weiter, wenn wir sagen, in Ordnung, es erwachen ja nun mal nicht alle. Und es gibt ja auch wirklich viele Menschen, die das für totalen Blödsinn halten, die sich das Video anschauen zum Beispiel und denken... Eine Bitte, Sie lassen mich im Ozean vieler Worte ertrinken. Könnten wir die Frage möglichst in ein, zwei Sätzen sagen, sonst weiß ich am Ende nicht mehr, was Sie am Anfang gesagt haben. Ja, na klar. Also wieso erwachen dann so wenige Menschen? Oder wieso sind sich so viele oder die meisten gar nicht darüber bewusst, dass sie überhaupt hier der Träger des Lebens sind? Warum sind so viele identifiziert? Okay, und jetzt beantworten Sie sich selber diese Frage. Sie brauchen diese Frage natürlich nicht stellen, weil Sie die Antwort wissen. Ihr wahres Sein weiß das. Warum erwachen so wenige? Warum sind wir denn 9 Monate im Mutterleib, in der pränatalen Phase? Wenn ein Baby kurz nach der Zeugung geboren würde, ein Embryo, wäre er nicht lebensfähig. Das heißt, er muss erst einmal reif werden zum Leben. So. Und dann erst wird er überhaupt geboren. Aber er wird noch ziemlich hilflos geboren. Er kann nicht sprechen, er kann nicht laufen, er kann nicht denken, er muss alles erst einmal lernen. Das heißt also, die Menschen, das ist nur eine Verlängerung der pränatalen Phase. Ja? Sie sind nach der Geburt des Körpers noch immer nicht bereit, in ihr wahres Leben einzutreten. Sie brauchen noch den Schutz des Traumes. So. Und das ist die weitere Bereitwerdung. Und manche brauchen mehrere Inkarnationen, die verträumen, die Schulzeit, die ganze Zeit, die wachen überhaupt, sterben und haben überhaupt nie gelebt, haben nur geträumt. Das ist völlig in Ordnung. Ja? Die brauchen einfach etwas länger, bis sie bereit sind, ins Leben einzutreten, sprich zu sich selbst zu erwachen. Und die sollten wir auch schlafen lassen. Die brauchen das noch.
Ich reiche nur denen die Hand, ich will keinen wecken, der schlafen will, sondern ich reiche nur denen die Hand, die gerne aufwachen möchten, aber den Weg noch nicht gefunden haben. Und warum oder wer entscheidet dann im Endeffekt? Ich meine, wenn man sich das so vorstellt, dass man sagt, man hat das Leben, man stirbt und dann inkarniert man ja nochmal wieder. Gestorben. Das geht nicht. Es ist noch nie einer gestorben. Aber der Körper stirbt. Der Körper stirbt ja. Ja, das nennen Sie. Der Körper ist natürlich irgendwann hergestellt worden aus Materie, aus Staub. Der altert mit der Zeit, Materie altert, Ihr Auto altert ja auch, alles, Radio, Fernseher, alles altert, ja, auch der Computer altert, und so altert eben auch der Körper, wir nennen das Sterben. Okay, wir können den Anfang Geburt nennen, wir können das Ende Sterben nennen, aber der Körper hat nie gelebt. Das sieht nur so aus, als ob der lebt. Sie, Bewusstsein, sind der Träger des Lebens. Sie gehen am Anfang in das befruchtete Ei und nehmen diese Lehrstelle an als Ihre Schuluniform. Und damit erst bringen Sie das Leben mit. Würden Sie da nicht reingehen, hätten Ihre Eltern nur miteinander geschlafen und es wäre nichts passiert. Mhm. Ja, das geht wieder ab. Mhm. So. Erst wenn Sie als Träger des Lebens reingehen und sagen, so, das ist jetzt meine Schuluniform, dann bringen Sie das Leben mit. Und diese Schuluniform, das ist wie Ihr Kleid noch einmal. Ihr Kleid lebt nicht, aber Ihr Kleid kann sich einbilden zu leben, weil Ihr Kleid, Ihr gestreifter Pulli, der geht ja mit Ihnen durch die Gegend und der handelt und so weiter. Ja, also das ist die Illusion des Ich, die sich einbildet, das ist mein Leben, weil mein Erfahrungsinstrument erlebt ja mein Leben, aber das weiß von mir nichts. Das kennt ja nur sich, ja. Also denkt es, das ist mein Leben. Und so entsteht die Illusion des Ich, ja. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich Ihr Leben. Und gut, dann meine ich das Sterben natürlich nur sinnlich. Dann kann ich ja sagen, ich ziehe mich um, ich ziehe mir ein anderes Kleid dann mehr oder weniger an. Woran merkt denn dann, was gibt ja bestimmt, ich weiß nicht, wie viele Inkarnationen ich jetzt irgendwie hatte, um da zu sein, wo ich bin. Woran? Oder warum brauchen dann manche Menschen viele Inkarnationen, manche vielleicht nur eine? Aber doch gerade gesagt. Also noch einmal, manche brauchen länger für die Vorbereitung, um bereit zu sein, mit dem wahren Leben zu beginnen. Und warum? Weil sie noch nicht bereit sind. Es gibt Menschen, die sind etwas langsamer als andere und es gibt andere, die sind schneller. Es gibt Menschen, sie erleben das jeden Morgen. Es gibt Menschen, ich zum Beispiel, ich mache morgens die Augen auf, springe aus dem Bett und bin in meiner Realität. So. Und dann gibt es andere, die blinzeln mal mit einem Auge, gucken, ob die Welt noch da ist, rollen sich auf die andere Seite, schlafen nochmal ein, wachen dann nochmal auf. Noch nicht bereit, nee, also noch ein bisschen, nicken dann wieder weg und so. Und irgendwann werden ja auch die wach. Ja, irgendwann sind sie ausgeschlafen und bereit. Und beides ist völlig in Ordnung. Der eine wird eben schnell wach und der andere braucht länger, bis er bereit ist. Aber im Endeffekt, wenn ich das... Na, es ist so schwierig auszudrücken. Also worauf ich hinaus will, ist, wenn jetzt einer länger braucht zum Schlafen, ne, oder zum Wachwerden, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber wir ja das große Bewusstsein sind, in dem sich alle Möglichkeiten befinden und wir aber doch hier der Mutter Erde so viel Schlechtes antun, ist es denn da nicht wesentlich klüger von diesem großen Bewusstsein, wenn es ja alle Möglichkeiten gibt, dann halt einfach zu sagen, okay, jetzt werden einfach alle schnell wach? Weil die Möglichkeit müsste es ja auch geben, weil ja, wenn ja alles möglich ist. Wozu, wozu, wozu? Was wollen Sie damit erreichen? Lassen Sie doch jeden wach werden in seiner Geschwindigkeit, wie es ihm entspricht. Wir sind nicht hier, um der Erde etwas anzutun. Wir tun auch der Erde überhaupt nichts an. Die Erde, die Welt ist völlig in Ordnung. Ja, da ist gar nichts verkehrt. Die Welt ist nämlich nur ein Spiegel. Und wenn der Spiegel Strubbeligkeiten zeigt,
dann heißt das nicht, dass der Spiegel nicht in Ordnung ist. Der Spiegel ist vollkommen in Ordnung. Ja? Aber das kollektive Bewusstsein, das sich spiegelt im Weltgeschehen, das ist nicht in Ordnung. Aber das ist in Ordnung, dass das Weltgeschehen die Strubbeligkeit des kollektiven Bewusstseins widerspiegelt, damit wir sie erkennen können und damit wir sie in Ordnung bringen können. Aber wir müssen nicht die Welt in Ordnung bringen. Wenn Sie morgens ins Bad gehen und das Spiegelbild gefällt Ihnen nicht, dann schminken Sie ja auch nicht den Spiegel, sondern Sie wissen, der ist in Ordnung. Ja, Sie kaufen sich auch keinen anderen Spiegel, weil der zeigt ja das Gleiche, sondern der ist in Ordnung. Sie müssen das Original, sich selbst in Ordnung bringen. Ja. Das geschieht gerade mit dem Weltgeschehen. Das heißt, das kollektive Bewusstsein wird wachgerüttelt. Die Welt ist ungeduldig geworden, sagt so, jetzt reicht es langsam. Also jetzt, wie die Mutter morgens kommt, jetzt raus aus dem Bett, du musst zur Arbeit gehen. Ja. Wir hätten noch ein bisschen weiter geschlafen, aber jetzt kommt die Mutter und sagt, Zeit aufzustehen. Ja. So, das geschieht gerade. Mhm. Aber das ist dann wahrscheinlich einfach dieses stark verstandesgesteuerte. Denn wenn ich jetzt sage, okay, Krieg existiert in meinem Kopf oder in meinem Bewusstsein nicht, dann existiert es in meinem Bewusstsein ja nicht. Und dann könnte man ja auch sagen, es gibt es nicht, aber trotzdem gibt es das ja. Was gibt es? Auf der anderen Seite gibt es das ja, ne? Das ist so. Was gibt es oder nicht? Krieg. Krieg. Ja, zum Beispiel. Oder Klimaerwärmung. Ja, naja. Nee, nicht viele Fragen gleichzeitig. Das sind ganz verschiedene Bereiche. In Ordnung. Mhm. Also, Krieg. Krieg beginnt damit, dass sich jemand ärgert. Haben Sie sich schon mal in Ihrem Leben geärgert? Klar. Das ist Krieg. Ja. So. Das heißt also, wenn Sie den Krieg in der Welt beseitigen wollen, geht das nicht, ohne den Krieg in sich zu beseitigen. Wir sind unsere Hauptaufgabe. Wir müssen erstmal das Negative in uns auflösen. Dazu müssen wir es erstmal erkennen. Das heißt, Sie können es sich nicht leisten, sich zu ärgern. Sie können es sich nicht einmal leisten, schlecht gelaunt zu sein irgendwann. Da kommt der Verstand mit der Erklärung, sagt, ja, aber die Umstände sind ja nicht immer so, dass man sich darüber freuen kann. Das ist verkehrte Weltspielen. Wir sollten unsere Laune nicht abhängig machen von den Umständen, sondern wir sollten die Umstände mit unserer permanenten guten Laune bestimmen. Ja. So, das heißt also, ein Spiegelbild kann nicht den Anfang machen. Sie müssen den Anfang machen. Mhm. Sie müssen nicht die Welt ändern lassen. Die Welt ist völlig in Ordnung. Die ist ja nur ein Spiegelbild der Strubbeligkeit des kollektiven Bewusstseins. Wir müssen das Bewusstsein in Ordnung bringen. Das heißt also, ständige gute Laune, nie mehr ärgern, keinerlei Kritik an jemanden, niemals Streit. Ja, ja, ich lebe das. Ich habe mich das letzte Mal am 23. Dezember 1979 geärgert. Da waren Sie wahrscheinlich noch gar nicht geboren. Doch, war ich schon. Okay. Da habe ich das letzte Mal geärgert und so weiter. Das heißt also, wir sind unsere Hauptaufgabe. Wir müssen uns in Ordnung bringen. Wir müssen die Illusion beseitigen, damit wir Abi machen können. Wir müssen zu uns selbst erwachen, damit das wahre Leben überhaupt erst beginnen kann. Die Welt spiegelt das dann schon wieder. Aber wir müssen erst mal in unserer Welt Ordnung bringen, damit unsere Welt das widerspiegelt. Denn für unsere Welt sind nur wir verantwortlich. Da ist sonst niemand verantwortlich. Auch kein Gott mischt sich ein, der sagt, ich habe dir Schöpferkraft gegeben, jetzt bring deine Welt in Ordnung. Das ist auch total einleuchtend. Trotzdem ist es ja, es ist ja so, dass selbst wenn ich mich jetzt auch gar nicht mehr ärgere und alles ja, friedlich und schön ist, existiert ja trotzdem auf der anderen Seite der Erde gibt es ja trotzdem Regionen, in denen Krieg herrscht. Ja, ist doch völlig in Ordnung. Wo ist das Problem? Solange dort Menschen sind, die Krieg im Kopf haben in ihrem Leben, muss die Welt das widerspiegeln. Ein Spiegel hat keine Entscheidungsfreiheit. Der kann nicht sagen, okay, ich spiegel jetzt mal Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist gut. Wenn das nicht da ist. Der Spiegel kann das nicht entscheiden. Der Spiegel ist nur ein Spiegel aus. Und der Spiegel ist deswegen ein Spiegel, damit wir sehen,
welchen Unsinn wir noch leben, welche Aufgaben noch ungelöst sind. Und damit wir diese Aufgaben lösen, und indem wir diese Aufgaben lösen, der Spiegel spiegelt das sofort wieder. Um den brauchen wir uns nicht kümmern. Wir sind die Aufgabe. Also aufhören, dieses Gutmenschentum, die Welt retten zu wollen und verbessern und Friede für alle und Wohlstand und Gesundheit und so weiter. Nein, wenn ich in mir noch krank bin, kann der Spiegel Körper nicht Gesundheit spiegeln, sondern dann muss er mir zeigen mit dem Symptom, dass da noch eine Aufgabe ist. Und wenn ich diese Aufgabe erkannt und gelöst habe, spiegelt er das wieder als Gesundheit. Darum brauche ich mich gar nicht kümmern. Also wir müssen in die Verantwortung gehen, die Dinge in Ordnung zu bringen. Soll ich Ihnen was sagen, Herr Tepperwein? Das klingt unglaublich entspannt. Das ist, ja, wenn da, mit dieser Sichtweise kann man sich ja tatsächlich oder darf man sich tatsächlich voll und ganz auf sich entspannen und sich ins Leben hinein entspannen, und dann ist ja auch alles gut. Dann kann es ja nur gut sein. Und die Welt ist völlig in Ordnung. Ja? Ja. Ich sage nicht mehr, da sind Kriege und die Menschenungerechtigkeit und was weiß ich, Armut und so weiter. Ja, wenn die im Menschen ist, dann muss der Spiegel das ja spiegeln. Der kann ja nicht anders. Also das ist völlig in Ordnung, dass der das spiegelt, damit wir unsere Aufgaben erkennen. Ja, das stimmt. Das ist sehr gut. Ja, stimmt. Darf ich einmal noch mal ganz kurz hier reinluschern, weil ich nämlich jetzt gar nicht mehr genau weiß, ob jetzt alle Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, das war jetzt, aber eigentlich, doch, eine Frage habe ich noch. Wenn wir davon ausgehen, wir sind der Träger des Lebens und wir brauchen lange, oder wir schlafen in diesem Leben und wir brauchen länger, um aufzuwachen. Aber wir haben ja diesen freien Willen. Und ist dann quasi unser freier Wille bewusst, ist oder ist unserem freien Willen bewusst, dass wir einfach länger brauchen zum Aufwachen und nehmen das dann einfach so hin? Ja, eigentlich schon, oder? Jetzt haben Sie den freien Willen, dieses Interview abzuhalten, und die anderen Zuschauer haben den freien Willen, das anzuschauen. Mhm. Dann haben Sie den freien Willen, sich wieder auf die andere Seite zu drehen und weiterzuschlafen oder aufzuwachen. Das ist Ihre Entscheidung. Und dafür sind wir Geburtshelfer. Chance, ja? Wir erinnern nur, wenn du bereit bist, könntest du jetzt aufwachen und in dein Leben eintreten. Wenn du nicht bereit bist, völlig in Ordnung, dreh dich auf die andere Seite, schlaf weiter, gute Träume, aus. Alles ist völlig in Ordnung. Okay. Und wie ist das dann mit dieser Vorherbestimmung? Es sagen ja auch viele, dass das ist vorherbestimmt, das ist ja dann im Endeffekt Murks. Wer soll das denn vorherbestimmt haben? Ja. Wer ist denn der Bestimmer? Ja, eben. Sie haben zu Hause eine bestimmte Lebensabsicht. Sonst wären Sie ja nicht hier. Wir machen ja nichts ohne Absicht. Ja? Ja. Also Sie haben sich entschieden, hierher zu kommen. Sie haben sich entschieden für das Land, die Zeit, die Eltern, die Umstände und so weiter. Das war Ihr freier Wille. Ja. Und jetzt erleben Sie das, was Sie freiwillig gewählt haben. Ja. Aber Sie können es jederzeit ändern. Sie, das Ich, der Verstand, kann es nicht ändern. Ja? Der kann nur hoffen, wünschen, sich vorstellen, was tun dafür. Aber wirklich ändern können nur Sie selbst, Gott sei Dank. Ja, wenn das Ich das ändern könnte, das wird ein bequemes Leben haben. Ja, alles soll angenehm und schön sein, immer Sonnenschein. Dann würden alle Pflanzen verdorren. Aber die Nebenwirkungen werden dem Verstand nicht bewusst. Der will einfach immer Sonne haben und ganz warm und angenehm und so weiter. Dann wäre die Katastrophe da. Also Gott sei Dank kann das Ich das nicht bestimmen, sondern das ist nur eine Illusion. Der Traum kann gar nichts bestimmen, sondern Sie können erst bestimmen, wenn Sie erwacht sind. Und deswegen geht es los. Denn das Leben eines Menschen beginnt nicht mit der Geburt seines Körpers. Das Leben eines Menschen beginnt in dem Moment, wo er zu sich selbst erwacht. So wie morgens im Traum. Nicht, wenn Sie im Bett liegen, leben Sie, sondern erst, wenn Sie
ausgeschlafen haben und aufgestanden sind, dann sind sie in ihrer Realität und dann ist die ganze Problematik des Traums Vergangenheit, um die brauchen sie sich nicht kümmern. Das heißt also, in dem Moment, wo sie zu sich selbst erwachen, sind die ganzen menschlichen Probleme nur noch eine verblassende Erinnerung an die Zeit in der Illusion des Ich. Ja. Cool. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Schön. Jeder entscheidet selbst, wann er bereit ist, in dieses wahre Leben einzutreten. Ja, ja. Und ich will keinen drängen, ich will keinen wecken, ich will nur da sein, wenn er mich braucht. Ja, und lustigerweise sieht man ja auch die Leute die ganze Zeit praktisch an, mehr oder weniger, die auch gerade dabei sind. Da hat man ja dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das das Gesetz von Ursache und Wirkung ist. Weil wir das Gesetz der Resonanz ist das. Genau, das Gesetz der Resonanz, ja. Sie ziehen das an, was ihnen entspricht. Und das ist auch das Gesetz, was dafür sorgt, dass sie ein Schicksal erleben, das ihnen entspricht. Und sie können das Schicksal nur ändern, indem sie sich ändern, denn das Schicksal ist nur ein Spiegelbild ihres So-Seins. Ja. Ha, schön. Ach, das finde ich toll. Der Herr ihres Schicksals. Ja. Das ist der Schlüssel der Macht, alles jederzeit zu ändern. Das finde ich gut. Das darf noch so ein bisschen in meinen Ohren klingeln, weil ich bin gerade von Dankbarkeit so erfüllt, weil ich jeden Tag so glücklich und dankbar bin, dass ich mich für dieses Leben entschieden habe. Ich finde es einfach total toll. Und ich führe dieses Leben einfach unglaublich gerne. Ja. Schön. Herr Tepperwein, jetzt habe ich... Also halten wir noch einmal fest. Ja. Für ein Ich ist Leben ein Problem. Ja. Ja, es sind ständig Entscheidungen zu treffen. Und der Verstand ist klug genug zu wissen, dass er sich oft irrt. Er hat nur eine begrenzte Lebenserfahrung. Er gibt sein Bestes, aber das reicht eben nicht immer. Jetzt zum Beispiel, die Welt ist in einem Wandel. Da kann der Verstand überhaupt nicht helfen, weil das kennt er noch nicht. Das hat er noch nie erfahren. Das ist in seiner Lebenserfahrung nicht enthalten. Das heißt also, es sind dauernd Aufgaben zu lösen, für die das Ich, der Verstand, keine Lösung weiß, dann hat das Ich ganz viele Wünsche, wie das anders sein sollte. Aber es weiß nicht, wie man die erfüllt. Es hat viele Probleme. Es weiß nicht, wie man die löst. Es hat Ziele, aber es weiß nicht, wie man die sicher erreicht. Und ein Ich verliebt sich in einen anderen, aber das heißt doch überhaupt nicht, dass das der Richtige ist. Das heißt doch nur, der macht mich verliebt. Das heißt, der versetzt mich in eine angenehme Schwingung. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich den anderen kriege und feststelle, das war der Falsche. Wir kommen ja gar nicht miteinander zurecht. Dabei war das am Anfang so schön mit dem Verliebtsein. Das Verliebtsein ist nur ein Vorschuss des Lebens, dass wir die Ecken und Kanten des anderen nicht spüren, sondern dass wir uns erstmal aneinander gewöhnen können. Aber wenn zwei Iche zusammen sind, haben die keine Chance, glücklich zu werden, weil die einfach eigenwillig sind, eigene Vorstellungen haben, die sind nicht kompatibel. Ein Mensch ist viel zu vielfältig, als dass zwei übereinstimmen könnten. Die können Bereiche haben, wo sie übereinstimmen, aber ja, da gibt es dann Streit, Auseinandersetzung, anderer Meinung. Für ein erwachtes Bewusstsein ist da nirgendwo ein Problem. Es ist selbstverständlich, dass der andere anderer Meinung ist. Der hat ja einen ganz anderen Lebenslauf. Der ist ja zum Beispiel ein Mann oder eine Frau. Die haben schon eine ganz andere Lebenssicht. Die haben schon eine andere Sprache. Das heißt, männliche und weibliche Kommunikation sind überhaupt nicht kompatibel. Ja, weil ein Mann ist lösungsorientiert und das interessiert eine Frau vielleicht an 17. Stelle. Eine Frau ist beziehungsorientiert. Die möchte Liebe spüren, Verständnis, ja, Wohlwollen. So, das vielleicht hinten kann man auch mal lösen, ja, aber das ist nicht, ja, und für einen Mann ist das eben ganz anders. Und das ist schön, wenn sie erwachtes Bewusstsein sind, sind sie in der gleichen Situation. Aber da ist keine Schwierigkeit, sondern ich unterstelle, der andere muss anderer Meinung sein als ich, ja,
ich habe einen anderen Lebensweg als der, aber das ist ja in Wirklichkeit eine wunderbare Chance. Das heißt, ich kann die gleiche Situation jetzt auch mit den Augen des anderen sehen. Kann also, ach so siehst du das, so kann man das auch erleben. Ah ja, und jetzt haben wir zwei ganz verschiedene Meinungen, Standpunkte. Jetzt versucht, als erwachtes Bewusstsein, versucht keiner den anderen zu überzeugen, weil beides ist ja Wirklichkeit für den anderen. Sondern jetzt nimmt man den anderen bei der Hand, also das Ich nimmt das Du bei der Hand und sagt, gut, das ist aber jetzt unsere Aufgabe. Wie gehen wir jetzt damit um? Und dann erleben Sie, ein Wir kann nicht unterschiedlicher Meinung sein. Ein Wir, da finden wir den dritten, den gemeinsamen Weg. Die unterschiedlichen Meinungen bleiben bestehen, aber wir lösen die Aufgabe gemeinsam. Da gibt es keine Kritik, keinen Streit. Wenn ich weiß, der andere ist vollkommen, dann kann ich den Gott an meiner Seite nicht kritisieren. Einen Gott braucht man nicht ändern. Ein Gott ist vollkommen. Ja, dann ist plötzlich die Welt in Ordnung. Die Umstände haben sich überhaupt nicht geändert. Aber die Sichtweise hat sich geändert. Sie sind nicht mehr in der Illusion, sondern in der Wirklichkeit. Und plötzlich ist alles, was passiert, was für das Ich ein Problem ist, eine Schwierigkeit, Leid, unlösbare Aufgaben, Sorgen und so weiter, alles ist für erwachtes Bewusstsein eine Chance zum Besseren. Mhm. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder das, was geschieht, ist in Ordnung, dann lehne ich mich zurück und genieße es. Oder es ist nicht in Ordnung, dann sage ich, danke Leben, dass du mich aufmerksam machst. So nicht, sondern, und dann tue ich das Notwendige und dann wird das zur Chance zum Besseren. Und dann verbessert das, was für das Ich ein Problem ist, verbessert mein Leben, weil ich dann einen Entwicklungsschritt tun kann. Und das gilt ja dann nicht nur für Partnerschaften, sondern ja auch für Freundschaften. Für Freundschaften, für alle Beziehungen, für die Menschen untereinander, für Nachbarn, für Chef, Arbeitskollegen, ja. Aber auch Partnerschaft mit dem Leben, mit den Lebensumständen. Alle Lebensumstände sind genau wie Freunde, die mir begegnen, weil mein So-Sein sie notwendig gemacht hat. Mhm. Ja, das Leben bietet mir also die Chance, bist du bereit, jetzt diesen Schritt zu tun oder willst du diesen Schritt tun? Es respektiert vollkommen meinen freien Willen. Es macht mir nur Angebote mit den Lebensumständen. Mhm. Und wenn ich dann die alle als Chance zum Besseren sehe, dann bin ich dankbar für alles, was für das Ich ein Problem ist oder eine Katastrophe oder was auch immer, sondern ich nehme die als Chance zum Besseren und sage, wow, da kann ich, und das verzaubert, verwandelt mein ganzes Leben. Ja? Und das, was für das Ich ein Problem ist, ist für das erwachende Bewusstsein ein faszinierendes Abenteuer. Das glaube ich, ja. Wenn Sie jetzt gerade sich nochmal korrigiert haben, das heißt, erwachtes Bewusstsein kann man gar nicht sagen, sondern immer nur erwachendes, weil das Erwachen quasi dann erst oder dieses richtige Wachsein dann erst von stattgefunden hat, wenn man die Kleidung abgelegt hat. Nein, bevor Sie sie ablegen. Abitur machen Sie, bevor Sie die Schule verlassen. Aber wenn Sie mal schauen, wir sagen, das Ziel eines Gymnasiums ist das Abitur. Jetzt schauen Sie mal in irgendein Gymnasium rein und fragen, wo sind denn die Abiturienten? Die sind nicht mehr da. Ja. Also das Ziel der Schule ist das Abitur. Aber wenn Sie Abitur haben, sind Sie zu Hause. Ja, das ist ein total schöner Vergleich. Ja, super. Ach, das ist immer herrlich, wenn man sich das so... Wenn Sie hier sind, haben Sie noch nicht Abitur. Dann haben Sie noch unterschiedliche Grade des Erwachens. Dann sind Sie vielleicht in der Oberprima, aber Sie haben noch das Abitur vor sich. Ja. Und solange sind wir in unterschiedlichen Graden des Erwachens. Ja, na dann hoffe ich, dass das Erwachen noch lange dauert. Warum? Wollen Sie noch lange hier sein? Ich möchte noch lange hier sein, ja. Aber nur, weil Sie nicht wissen, wie schön es zu Hause ist. Das kann gut sein, aber ich weiß ja auch, wie schön es hier ist. Aber wenn Sie es vergleichen könnten, würden Sie sofort auf dem Absatz kehrt machen und wären wieder zu Hause.
Meinen Sie? Ja, ganz sicher. Weil alle Menschen, mit denen Sie jetzt hier liebevoll in Verbindung sind, sagen wir mal Ihrem Mann, Ihre Kinder, Ihre Eltern, was, wer auch immer, Freunde, die sind ja zu Hause auch. Ja, ja. Also, aber auch die aus früheren Leben, die Ihnen vielleicht viel näher gestanden haben, die Sie jetzt bloß vergessen haben, ja, die warten ja auch auf Sie. Ja, die sind ja auch da. Das heißt, alles, was Sie in der Ewigkeit jemals erlebt haben, an Liebe, an Zuneigung, diese Energie führt Sie wieder zusammen und Sie sind mit allen Lieben aus allen Inkarnationen zusammen. Und das ist wunderschön. Ja, das glaube ich. Ja. Ja. Aber es ist doch schön, dass Sie jetzt dieses Leben so lieben, dass Sie erst einmal glücklich sind, hier zu sein. Dann genießen Sie es einfach, solange Sie hier sind. Aber wissen Sie, das Beste kommt erst noch. Darauf lasse ich mich gerne ein. Das ist ja vielleicht so ein bisschen wie die Vorfreude. Das Kuchenbacken macht ja auch total viel Spaß und und dann den Kuchen fertig haben, das ist auch was Feines, aber den Backvorgang genießen oder den Kochvorgang genießen ist ja auch was Schönes. Das ist das Leben genießen. Also ich genieße jedes Jetzt. Denn das ist auch, wenn Sie erwacht sind, ist das auch, erleben Sie ständig ein Wunder. Machen Sie es sich doch mal bewusst. Das Universum besteht nach Ansicht der Wissenschaftler seit 15 Milliarden Jahren. Mhm. Spielt keine Rolle, ob das stimmt jetzt. Also seit sehr, sehr langer Zeit. Mhm. Und nach Ansicht der Wissenschaft besteht es auch noch sehr, sehr lange Zeit. Ja? Aber dieser Augenblick jetzt war noch nie. Ja. Er ist nur jetzt. Leben ist eine ewige Premiere. Jeder Augenblick ist neu, war noch nie, wird nie wieder sein. Das heißt, Sie erleben als erwachtes Bewusstsein, auch als erwachendes Bewusstsein schon, eine ständige Premiere in jedem Jetzt. Ja, schön. Ah, Herr Tepperwein, vielen, vielen lieben Dank für diese ja, vielen schönen Lebenspremieren, die Sie jetzt mir geschenkt haben. Für dieses ja, wirklich schöne Gespräch. Ich habe ganz, ganz viel mitnehmen können und freue mich auf ja, das Ganze jetzt hier ein bisschen wirken zu lassen. Gerade das, was Sie auch über Gott sagten, fand ich oder finde ich nach wie vor sehr, sehr wertvoll. Und, wissen Sie warum? Weil Ihre Seele sich erinnert, die weiß das natürlich. Ach, endlich, genau. Jetzt weiß ich das auch. Jetzt weiß das auch mein Verstand und macht dann nicht wieder kleines Ich, großes Ich, Geist und Gott und Pyramide und so. Mhm. Das sind so Krücken für den Verstand, um das begreifen zu können. In Wirklichkeit gibt es nur eins, das eine Sein. Und ja. Wir alle sind ungetrennte Teile dieses einen Seins. Und ja. Das ganze Universum ist nur die Bühne für die Erfahrung dieses einen Seins. Ja, aber Herr Tepperwein, jetzt gerade wo wir auch gerade nochmal bei der Weisheit der Sprache waren, Gerald Hüther hat mal gesagt, dass es diese drei verschiedenen Stufen gibt. Einmal beziehungsweise bei den Zweien, wir haben das Wissen, das ist das, was in uns drin ist, aber erst wenn wir es begreifen oder verstehen können, können wir es auch an andere weitergeben. Aber wenn wir jetzt sagen, wenn wir davon ausgehen, dass diese Konstrukte, die sich der Verstand ja schafft, ja nur Konstrukte sind, damit wir das begreifen können, existieren sie ja trotzdem nicht und dann haben wir dementsprechend wieder nichts zum Weitergeben. Doch, wenn ein Verstand an einen anderen Verstand etwas weitergeben will, muss er in einer verständlichen Sprache reden. Das heißt, er muss Konstrukte machen, die er als Verstand versteht, damit er weiß, dass ein anderer Verstand die auch versteht. Ja, das macht Sinn. Und da ist dann noch wieder das Verständliche. Mhm, ja. Wenn Sie aber nicht von Verstand zu Verstand sprechen, ja, sondern von Bewusstsein zu Bewusstsein, dann muss der Verstand das nicht verstehen. Mein Verstand versteht ganz viel von dem, was ich weiß und sage, nicht. Ja? Ja. Kommt dann auch immer wieder und sagt, das verstehe ich jetzt nicht. Sag ich, brauchst du auch nicht, lass es einfach gut sein. Ja. Ja? Wie ein kleines Kind, einem kleinen Kind können Sie noch nicht Mathematik und Philosophie erklären.
Das ist zwar richtig und wichtig irgendwann, aber Kind kann damit noch nichts anfangen. Mhm. Also sollten Sie es damit auch nicht konfrontieren. Ja. Aber wenn Sie von Bewusstsein zu Bewusstsein sprechen, was ich mache, ja, dann mache ich nicht den Umweg über den Verstand. Dann muss der Verstand das überhaupt nicht verstehen. Der kann sogar meutern und sagen, also das ist überhaupt nicht richtig, weil logisch ist nämlich, und dann bleibt er in seinem Gebäude. Ja, er kann nicht, das ist in Ordnung, er kann ja nicht anders. Er hat ja nur, das sind die Grenzen seiner Wahrnehmungsmöglichkeit. Aber der andere ist ja trotzdem Bewusstsein. Und Sie können dieses Bewusstsein ansprechen. Und dann sprechen Sie von Bewusstsein zu Bewusstsein. Sein Verstand versteht nur Bahnhof, aber er erinnert sich wieder, ach ja, an seine eigene Wirklichkeit, Wahrheit, die ja auch in ihm ist. Ja, ja klar. Das heißt, diese Weisheit der Sprache ist für unseren Verstand. Ja. Damit wir das Ganze begreifen können, wenn wir jetzt von der Schule, von den Schülern ausgehen, ist genauso wie bei den Babys, wenn die ein Spielzeug haben, die müssen das ja auch anfassen und begreifen, um zu wissen, dass es da ist. Nehmen Sie das Wort begreifen. Bewusstsein kann nichts begreifen. Es hat ja keine Hände. Ja. Es braucht nicht begreifen. Das muss der Verstand machen. Bewusstsein erkennt. Ja, cool. Super. Ja. Das habe ich jetzt auch. Schön. Klasse. Hätte er Bawein, ich danke Ihnen. Ich fand es total schön und freue mich, das Ganze jetzt hier weiterzuteilen. Und ja, Schöne ist, wenn Sie mir erlauben, das noch zu sagen. Ja. Schöne ist, wir müssen überhaupt nichts ändern. Denn das alles sind Sie ja bereits. Das hatten Sie ja nur vergessen. Ja. Sie erinnern sich gerade nur wieder, aber es ändert sich nichts. Aber es ändert sich Ihre ganze Welt. Denn stellen Sie sich vor, ich sage immer den Vergleich mit einem Millionär. Ein Millionär hat einen Verkehrsunfall und wacht im Krankenhaus auf und hat sein Gedächtnis verloren. Er weiß nicht mehr, dass er Millionär ist. Er guckt in die Tasche, wie viel Geld habe ich? 128 Euro? Oh, das ist nicht viel. Wie bestreite ich meinen Lebensunterhalt? Was kann ich denn beruflich machen, um Geld zu verdienen? Da macht er sich Sorgen. Er ist immer noch Millionär. Es ist nichts weg davon, aber es nützt ihm nichts, weil er es nicht weiß. Und erst wenn sein Gedächtnis wiederkommt, kann er wieder darüber verfügen. Die ganzen Sorgen sind wieder unnötig gewesen und er ist wieder in der Situation wie vorher. Ja. Und genau das ist es hier auch. Wir sind das ja die ganze Zeit, aber es nützt uns erst was, wenn wir es wieder bewusst sind. Ja, dann können wir davon Gebrauch machen und dann können wir es leben. Und erst dann sind wir in unserem wahren Leben angekommen. Schön. Das ist total schön. Vielen, vielen lieben Dank. Ich bedanke mich auch. Alles Liebe und vielleicht bis irgendwann.